Domme, was machst du da? Domme, wie sieht das denn hier aus? Domme, du geile Sau! Was geht heute? Heute macht Domme sauber! Und darauf reagieren wir. Es wird mal wieder eine grandiose Folge. Wir wollen alle Domme sehen, das wissen wir. Ich laber nicht lange, wir steigen direkt ins Video. Ich bin Dominik. Ich kann doch nicht... Ich bin Dominik, hat sie gesagt? Ah, okay, ja gut. Dass Domme Dominik heißt, ist klar. Aber das höre ich jetzt so zum ersten Mal, okay? Das ist die Dominik. Ja, macht Sinn. Die Dominik. Oh, Domme. Nichts dafür, dass ich keinen Job habe. Die Leute, die sind einfach nur zu blind, sonst hätten die mich schon längst entdeckt. Genau, Domme, daran liegt's. Exakt, Domme. Domme hat's auf den Punkt, ja? Also, dass Domme keinen Job hat, das liegt nur an den Leuten, weil die blind sind. Ja? Weil, wenn die nicht blind wären, dann würden sich die Leute ja die Haare, die an den Fingern ziehen, an den Haaren reißen. Ihr wisst schon, welches Sprichwort ich meine, an den Haaren reißen um Domme. Ja? Okay, was haben wir hier? Okay. Kleine gesunde Mittagskost. Links so ein paar Schaumstoff. Ich bin voll, das ist mein fünftes Video, was ich heute drehe. Ja. Knoppers, Knuspi, Erdnüsse, Cola, alles dabei, Beefy. Und sie, dabei guckt sie gerade beim Italiener ins Prospekt. Also, wie ihr seht, Domme hat gute Fortschritte gemacht. Ein Schaumkuss, einen schönen Dickmann gibt's auch hinterher. Lecker Schmecker und Tante Marianne ist im Anmarsch. Toll. Mann, das hat sich. Damit haben sich unsere beiden Lieblingscharaktere hier auch wieder vereint. Freunde, wie gesagt, Tante Marianne, ich liebe sie, ja? Ich liebe sie einfach. Wenig. Man muss doch zumindest einmal die Woche essen gehen können. Und selbst das wäre noch zu wenig. Oh, jetzt klingelt auch noch. Ja, so viel auf einmal. Es klingelt. Pizzalieferant. Pizzeria und so. Okay. Dommes Oberteil passt auf jeden Fall farblich zur Wohnung. Hallo Domme. Na? Hallo Domme. Was ist los? Naja, wirkst du so scheiße. Was ist scheiße? Erstmal Schokobon. Erstmal so auf rechts nochmal. Haben viele gar nicht mitbekommen. Auf rechts, ja. Erstmal Marianne begrüßt. Und ganz, also wirklich gar nicht drüber reden, so nehmen oder jemanden anbieten, sondern einfach beim Vorbeigehen nochmal schnell einen Schokobon. Einmal so ihn hier. Habt ihr gesehen, ne? Habt ihr gesehen? Das ist Domme. Das ist ein Routinegriff von Domme, ja. Den Griff macht sie nicht zum ersten Mal, meine Damen und Herren. Alles halt. Ihr blickt nochmal. Wie sieht das denn? Was ist denn hier los? Ja. Marianne könnte auch schon zum 100.000. Mal ins Wohnzimmer von Domme kommen. Sie würde jedes Mal sagen, was denn hier los? Ich meine, sie hat gar nichts anderes erwartet. Sie weiß genau, wie das bei Domme aussieht. Und trotzdem haut sie diesen Satz raus. Ich könnte heulen, Freunde. Hast du Fressfleisch oder was? Ja. So, ich habe ein bisschen was gegessen. Oh, bisschen was? Meine Güte, nee. Das sieht ja aus, als wenn hier 20 Leute zu Besuch waren. Ach Quatsch. Mein Gott, nee. Den Scheiß hier alle weg. Oh, es ist Vorweihnachtszeit. Wir haben hier auf jeden Fall 4 Adventskerzen, die aber noch nicht angezündet sind. Entweder hat sie den ersten Advent verbannt oder es ist kurz vor dem ersten Advent. Ja. Was bist du so gefrustet? Ja, weil halt alles scheiße ist. Kein Geld und... Ja, Domme, kein Geld, ja. Vielleicht arbeiten gehen. Mal ein bisschen, ja, krieg endlich mal dein Leben in den Griff, Mädel. Guck mal, meine Spardose. Da ist... Oh, Sparbüchs. Nichts mehr drin, was soll man denn ja, davon ja, kaufen? Ja, ja, Pappfennig. Hat 4 ist viel zu wenig, die sollten das mal erhöhen. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, wann ich das letzte Mal in meinem Lieblingsrestaurant war. Ein lecker Schnitzel essen. Das muss doch mindestens einmal die Woche drin sein. Dicke Schnitzel muss einmal die Woche. Dick, safe. Wenn nicht sogar jeden Tag, Domme. Also, Domme, was man dagegen tun kann, gegen einen finanziellen Engpass, ist arbeiten. Nur ein kleiner, einfach arbeiten, ein bisschen Geld verdienen. Ja, ist natürlich bei Domme gefährlich, weil dann würde sie von dem Geld wahrscheinlich noch mehr Süßigkeiten und schlechtes Zeug kaufen. Aber ist egal. Domme muss mal arbeiten gehen. Und ich glaube, dieser Tipp, dieser Ratschlag wird jetzt auch aus Tante Mariannes Mund kommen. Ja, dann musst du arbeiten gehen. Ja, war doch klar, Freunde, war doch klar. Ja, bei Hilf mir und bei Domme muss man mir nichts mehr vormachen. Ja, das Ding ist, ich kann das Ding in- und auswendig, ja. Dann hast du Geld für dein Lieblingsrestaurant. Du hast so einen Laptop, hol den doch mal raus. Und dann gucken wir mal nach Jobs, da stehen nach Hunderte Jobs drin. Ja, Laptop raus jetzt und dann wird mal ein bisschen nach Schlops hier geguckt, ne? Im Schlinternet. Ja. Komm, zack.
Marianne hat recht. Mach, komm. Marianne hat recht. Gut, dann kann ich mir vielleicht zumindest mal leisten. Marianne hat recht, Freunde. Dom, er muss sich mal ein bisschen hier auf den Hintern setzen. Und mal ein bisschen Feuer. Und ich muss mal ein bisschen Hummel in den Hintern kriegen, damit das hier mal losgeht. Im Lieblingsrestaurant gehen von Hartz IV. Ich soll der ihre Restaurantbesuche noch bezahlen? Nee. Die spinnt wohl. Nee, so weit kommt's doch. Die spinnt wohl. Ich liebe, wie Marianne redet. Ich liebe es. Ja, so weit kommt's noch. Okay, also, Dom, musst du dich mal selber hinsetzen und mal ein bisschen was tun dafür, ja? Mal hier ein bisschen Platz hier. So, genau. Ganz Müll hier an der Seite. Ja, an der Seite mal damit. Mal ganz fix jetzt hier. So, weiter geht's. Auch wie Marianne sie ganz genau beobachtet, ne? So, jetzt geht das hier mal ins... Aber die suchen eine Verkäuferin für einen Kiosk. Stellenanzeige, ja. Ja, aber guck mal, abends. Ja, und? Nee, ja, und? Das geht nicht. Warum geht Weil das nicht? Weil da meine ganzen Serien laufen. Was? Weil da die Serien laufen. Ja, und wenn morgens Arbeit ist, dann sagt sie, das geht nicht. Warum? Ja, weil ich da noch schlafen will. Ja, Domme, so ist das Leben, ne? Für was? Du hast echt einen Hammer im Schuh, Serien laufen. Ja. Du sollst arbeiten gehen und nicht Fernsehen gucken Aber und nicht fressen. Abends. Den ganzen Tag. Und sich dann über Hartz IV beschweren. Ich liebe sie, ich liebe sie. Sie hat genau den richtigen Umgangston für Domme. Mit ein bisschen Sarkasmus da drinne. Ja, aber sonst checkt Domme überhaupt gar nichts. Sonst checkt die gar nichts. Wir brauchen Tante Marianne, wir brauchen sie. Ja, nicht nur für unser Lachmuskel, wir brauchen sie ja auch einfach für unser Gemüt. Ja, für unsere Psyche. Guck mal, da ist eine Putzstelle. Eine Putzstelle, ich bitte dich. Was, ich ja. bitte dich? Ich und putzen gehen. Ja, guck mal, sie sagt zu allem nein. Sie sagt zu allem nein. Ja, Domme, dann kann man dir auch nicht helfen. Ich und putzen gehen. Wer bist du denn? Ja. Dass du dir das erlauben kannst, zu sagen, ich und putzen gehen. Du nimmst jetzt dein Handy. Wir sollen denn putzen, ja. Los. Ach ja, wenn es denn sein muss. Ja, muss sein. Für so einen Putzjob, da bin ich ja total überqualifiziert. Naja gut, aber ich mach's ja auch nur Tante Marianne zuliebe. Die soll überqualifiziert, Domme. Was qualifiziert dich denn? Was hast du denn so zu bieten? Hm? Ich höre, Domme? Ja, genau, ne? Froh sein, dass sie überhaupt eine Möglichkeit hat zu arbeiten. Ja. So viele Stellen gibt's für sie auch nicht. Ja, schönen guten Tag. Grigori, mein Name. Und zwar rufe ich an wegen der Anzeige im Internet, wegen der... Grigori? Domme Grigori? Ist das auch ihr richtiger Name in Real Life? Würde mich mal interessieren. Ich weiß es nicht. Der Putzstelle und würde mich deswegen gerne bewerben. Ja, natürlich. Also putzen, das kann ich gut. Das habe ich auch schon öfter gemacht und... Also ich habe damit keine Probleme. Dementsprechend sieht sie auch immer in deiner Wohnung aus, ne? Immer völlig verdreckt und völlig voller Süßigkeiten. Probleme. Ich könnte morgen Probe arbeiten, das ist gar kein Problem. Und wie sieht das dann aus? Also wird der Probetag denn dann auch bezahlt, oder? Ich liebe Marianne, wie sie das alles ganz genau beobachtet. Probetag wird bezahlt natürlich nicht. Ja, super, 40 Euro sind super. 40 alles Euro, klar. Okay, wird auch bezahlt, okay. Dann sehen wir uns morgen. Oh, sie hat einen Strahl auf dem Gesicht. So, so sieht es bei jeder Domme-Folge aus, ja. Sie hat einen kleinen Puls, genauso als sie auch bei der Wasser-Aerobic war und so weiter. Sie geht einmal hin und sie wird wiederkommen und sagen, ich will das nicht. Ich musste mich viel zu sehr bewegen oder so. Es wird ein Desaster, ich kann es euch sagen. Es wird ein Desaster vom Herrn. Okay. Also ich kann morgen eine Probe arbeiten. Ja, bist du jetzt zufrieden? Super! Super! Mit links. Aber ich werde definitiv kein Klo sauber machen. Mhm. Es wird grandios, Freunde. Kein Klo. Okay, damit fängt schon mal an, ja? Auch zum Job einer Reinigungskraft gehört auch natürlich die Klos natürlich zu putzen. Das wird schon mal sehr schwierig, okay? Okay, sie putzt auf jeden Fall in Privathäusern. Gott, das ist viel zu schnieke. Viel zu schnieke. Boah. Weißt du was? Die Leute haben bestimmt viel Geld. Hier kannst du richtig viel Geld verdienen. Guck mal, hier ist das. Guck mal, die geben pro Stunde wahrscheinlich gut. Wenn du dich gut anstellst, du lieb bist, dann geben die noch ein bisschen Trinkgeld. Domme müsste eigentlich die Dollarbills in den Augen haben, ja? So wie Mr. Krabs. Ja, die müsste jetzt sehen, okay, hier kann Geld gemacht werden. So, und jetzt muss Domme Gas geben. Wenn du das jeden Tag machst, so, wow, du kannst in dein Restaurant deiner Träume kannst du essen gehen. Ha? Ja, nun. Boah, und das muss ich alles putzen. Oh, ja, natürlich. Gott. Was hast du gedacht? Du kriegst es umsonst. Du gehst an die Tür und die geben dir das können, Geld. Ich glaube, manchmal denkt das Domme, wie Marianne das noch so ausschlachtet. Glaubst du, du gehst da an die Tür und die geben dir einfach so Geld? Aus ist ey. Ja, nur das ist hier eine tolle Gegend und da musst du auch was tun. Ja. Ich wünsche dir viel Spaß, drück dir die Daumen und mach keinen Scheiß. Nein, ich habe meinen Job und ich gehe jetzt nach Hause. Marianne hat ihren eigenen Job, Domme. Da musst du jetzt mal alleine durch. Tschüss, Süße. Tschüss. Ach, tschüss. Als wir in diesem Haus ankamen, da habe ich einen richtigen Schock bekommen. Das war so groß. Oh, da gibt es bestimmt jede Menge zu tun. Scheiße. Ja, also Dom ist so der einzige Mensch, der irgendwie zur Arbeit geht und denkt, dass es dort keine Arbeit gibt. Aber das kommt, also diese Rechnung geht halt einfach nicht auf. Hallo?
Schönen guten Tag, ich bin Frau Plegore, ich bin hier zum Probearbeiten. Ja, Sie sind aber 5 Minuten zu spät. Pünktlichkeit ist Höflichkeit der König, aber Sie... Ja, da geht schon mal los, Dominik Gregori. 5 Minuten zu spät, okay, da muss ich jetzt nicht übertreiben wegen 5 Minuten, ne? Päpstlich als der Papst sein, hier, meine Damen und Herren. Aber da gibt's schon den ersten Einlauf für Dom. Ich sehe, sind Sie keine. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Am Telefonat war sie eigentlich... Wieso? Das geht ja gut los. Ich meine... Es ist 1 Minute am Arbeiten, das geht ja wunderbar los. Wirklich ganz gut. Aber als Frau Gregori vor mir stand, war ich richtig geschockt. 5 Minuten Verspätung beim ersten Mal. Ja. Das ist nicht normal. Ja, übertreib nicht. Ja, man, ich übertreib mal nicht, ne? Aber klar, beim ersten Ding sollte man vielleicht ein Stück früher, wenn nicht sogar, also ganz pünktlich sein natürlich. Weil da zeigt man halt so ein bisschen Engagement beim ersten Mal. Schatz, das ist unsere neue Putzfrau. Ja, hallo. Hallo. Willkommen. Also, Sie müssen alles sauber machen. Kein Körnchen Staub, nichts verrücken. Alles muss genau auf gleicher Stelle sein, wo es war. Okay, jetzt zeige ich Ihnen die Küche. Okay, nichts verrückt. Okay, das ist, die hat auch sehr toughen Ton. Also man kann das ein bisschen sympathischer machen, ja. Also wir haben ja hier auch eine Reinigungskraft und so. Und da steht danach auch nichts an der Stelle, wo es vorher war. Aber das ist in Ordnung. Das verlange ich auch gar nicht so. Ich bin dankbar einfach, dass es hier so ein bisschen sauberer danach ist. Hier ist die Küche. Okay. Es muss alles sauber gemacht werden. Die Putzsachen habe ich Ihnen hingestellt. Aber Sie wissen ja, wie es gemacht wird. Ja, natürlich. Jetzt zeige ich Ihnen das Bad. Folgen Sie mir. Okay, wir können hier Wetten abschließen. Ich wette, es wird eine totale eine Katastrophe, ein Reinfall. Man muss nur mal jetzt, man achte jetzt nur mal auf Dommes Blick. Es wird gar nichts. Die wird so viel falsch machen. Ich brauche ja wohl nicht zu erklären. Also sicherlich, sie wird die Sache nicht einstellen, wo sie waren. Sie wird sicherlich was kaputt machen. Sie wird viele Ecken vergessen. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass sie einfach abhaut, weil sie keinen Bock mehr hat. Leider traue ich das Dom mit zu. Leider, ja. Ist Hauptsache keine Wassertropfen auf dem Glas. Okay. Und ich und meinen Mann... Kalkreiniger benutzt man dafür. Wir müssen für ein paar Stunden weg. Wenn ich zurückkomme, erwarte ich alles picobello zu finden. Okay. Ob ich denen das Klo putze. Das kann sie schön selber putzen, dieser Russ. Ja, das ist Dommes Logik. Sie geht als Putzkraft zu einem Job, für den sie bezahlt wird und sagt dann, nee, ich putze doch nicht ihre Toilette. Ja, Domme, du hast da eine Sache nicht ganz verstanden. Ich glaube, das ist... Ich kann es mir nicht erklären. Freunde, wir machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße gehen raus an die Magings, an das Kanalmitglied Carmen Lingfelser, an Ashanti Zapp und an Michaela Böhm. Wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst, schreib einfach einen lieben Kommentar. Und mit etwas Glück bist du im nächsten Video dabei. Russische General. Ja, los geht's, Domme. Das ist ekelhaft. Ja, ekelhaft. Ja, also, was hast du denn gedacht? Kann man nur so dreckig sein, ey. Sag, Domme, sagst du, ja? Was hast du denn gedacht, was du als Putzkraft machst, Domme? Außer sauber machen. Was hast du denn gedacht? Ehrliche Meinung zu mir, Domme. Hau einfach aus. Ja, merk's selber, ne, Domme? Merk's selber, ne? Ja, merk's selber. Täte tun und dann so eine Sau sein. Naja, nützt ja alles nix. Ja, nützt gar nichts, Domme. Absolut gar nichts. Okay, let's go. Also, ich fäng in der Küche an. Ja, beschwer dich nicht. Ran jetzt an die Dings jetzt hier. An die Arbeit. Scheiße. Klar. Okay, meine erste These ist schon mal aufgegangen. Es geht was kaputt. Natürlich, der Teller. Oh, nö. Oh, ja. Ja, sie macht sich noch mehr Arbeit. Es ist noch mehr Arbeit als vorher. Okay, komm, Domme. Oh, nein. Sie hat jetzt nicht gerade den kaputten Teller einfach unter das Regal geschoben, ne? Das wird die Frau doch sehen, die dort wohnt. Wirf das doch angemessen einfach weg. Die wird den Job so verlieren, die wird den Job so loswerden. So schnell ist noch nie jemand einen Job losgeworden. Das kriegst du damit gar nicht weg. Gut, dass ich mein eigenes Putzzeug mit hab. Oh, Domme hat in die Handtasche eigenes Putzzeug. Vorbereitet. Also mit dem Stein, da kriegst du auch den größten Dreck weg. Meine Füße werden dann nachher auch super sauber. Mit dem Stein, ist das so ein Dingstein für die Hornhaut, für den Fuß? Die zerkratzt damit jetzt den ganzen Herd, ne? Oh nein. So. Ah. Das sieht doch gut aus. Besser geht's einfach nicht. Ich
Ich werde erstmal woanders weitermachen. Oh nein, das. Oh mein Gott, wie das aussieht. Das ist eine Katastrophe. Oh, Domme, du musst ein bisschen mit System davor gehen, Domme. Was ist das denn? Ich kann mir das nicht mit angucken. Was ist das denn für ein hässliches Teil? Mann, Domme, rede nicht über den. Über die Klamotten deiner Klienten, sondern mach sauber jetzt, Domme. Oh, nee, das geht nicht. Die zieht ihn einfach an. Ey, wenn die da Überwachungskameras haben und sich das danach angucken, ja, was die Reinigungskraft da fabriziert hat, ja, ich glaube, die kriegen Kollaps. Die fallen direkt hinten rüber. Miss Ete Petete, Frau General, ich scheuche gerne Leute in der Gegend rum. Denkt auch, die wäre was Besseres, ey. Oh Mann. Ja, okay, das ist halt immer das, also klar, soll sie, also die hätte einen anderen Ton an den Tag legen können, ne, das ist, der Ton macht die Musik, ja, da gebe ich Domme vollkommen recht. Aber sie muss natürlich kurz mal sagen, ey, die Küche will ich sauber haben, das Bad, kann man natürlich lieb sagen, aber sie muss natürlich schon so ein bisschen sagen, was Sache ist, ne. Boah, was ist das denn für ein Unkraut? Das ist doch Fingerhut. Das ist einfach Fingerhut, nicht anfassen. Das ist hochgiftig. Das gibt's ja gar nicht. Hochgiftig. Boah, die Frau muss man vor sich selber retten, ey. Hochgiftig. Oh nein. Mann, oh mein ey. Gott. Wie doof ist die eigentlich? Da stellt sie sich da Unkraut und giftiges Zeug in die Wohnung. Hat sie das gerade abgeschnitten? Oh mein Gott, Teller unterm Regal abgeschnitten. Noch nicht sauber gemacht. Ey, aua. Gut, dass ich die gerettet habe. Oh nein. Was ist das denn für ein hässliches Teil? Du sollst sauber machen, Domme. Würde viel besser hier reinpassen, wenn das so ein kleiner Würfel wäre. Oh nein, die schnibbelt ihn jetzt zurecht, ne? Dann machen wir das doch einfach mal. Domme. Domme, du sollst doch jetzt nicht. Du sollst nicht die Pflanzen hier umdekorieren oder irgendwas in der Wohnung umdekorieren. Du sollst sauber machen, Domme. Domme. Du bist keine Heckenschneiderin, Domme. Du bist Reinigungskraft, Domme. Ist jetzt auch egal. Oh nein. Domme, es tut mir beim Hingucken weh, Leute. Jetzt setzt sie sich hin. Was ist das denn, ey? Voll faltig, das Teil. Könnte auch mal wieder ein bisschen gepimpt werden, wa? Ja, kann gepimpt. Was macht sie jetzt damit? Ich flieg dich mal ein bisschen. Was macht sie denn jetzt? So, guck mal. Jetzt kriegst du erstmal ein bisschen Fett für deinen Glanz. Damit deine Risse mal so ein bisschen ausgefüllt werden. Die nimmt jetzt das alte Frittenfett aus der Pfanne und schmiert das auf diese Couch. Was ist das denn für ein Lappen, ey? Mann. Domme, was machst du da? Domme, wie sieht das denn hier aus? Ey, ich bin sprachlos, Freunde. Das ist eine Katastrophe, was sie da macht. Für was Bratenfett so alles gut ist. Ja, Bratenfett, ne? Vor allem, das riecht ja auch. Siehste, jetzt glänzt sie wieder das, schön. Das riecht denn da auf dem Sofa, so als wenn da so Essen ausgelaufen wäre. Honig, weil was für die Haut gut ist, kann für so einen Sessel ja auch. Genau, was für die Haut gut ist, ist für auch für eine Couch gut. Jetzt haut sie da Honig auf die Couch, ne? Ja, ist ja Haut. Oh nein. Oh nein. Es ist ja, das ist nicht wahr jetzt alles, was hier passiert, ne? Ja, ein bisschen Honig noch schnell wegschlecken, das geht immer. Oh mein Gott, sie wird den ersten Einlauf von den Hausbesitzern kriegen und den zweiten dicken Einlauf wird sie von Marianne wie schön bekommen. Du glänzt. Und den dritten weicht. Einlauf bekommt sie von El Magi höchstpersönlich. Was machst du da, Domme? Das hat dir gut getan, ne? Das ist Honig. Domme, du sollst sauber machen. Super. Sie macht das noch dreckiger. Also wenn sie es einfach so lassen würde, okay, aber sie macht es ja noch schlimmer als vorher. So, dann kommt der Fetzen ja auch wieder dahin, wo er hingehört. So, und der ja, klebt. Ist sein Platz. Ich bin einfach nur verstört. So, was macht sie jetzt? Was kommt als nächstes? Jetzt schrubbt sie in den Boden. Das müsstest du alles nicht per Hand machen, dafür gibt es einfach einen Feudel. Oh nein, sie saut sich auch komplett ein. Domme, hol dir doch einen Feudel. Baumarkt, 4,99. Domme. Oh, ich kann nicht mehr. Ja. Ist das anstrengend? Das glaube ich dir, Domme, dass du nicht mehr kannst, du. Das glaube ich dir aufs Wort. Wer den Boden per Hand schrubbt? Nur weiß.
nur weiß. Ja, jeder kann, jeder richtet sein... Ich wollte sagen, jeder richtet seine Wohnung so ein, wie er mag, damit du sollst nur sauber machen. Die nimmt jetzt hier diese Vollton und irgendwelche Tonfarben, bemalt damit die Regale. Also Desaster ist schon untertrieben, Freunde. Desaster ist definitiv untertrieben. Super. Und schon sieht das Ganze ja was freundlicher aus. Da musst du unbedingt ein bisschen Farbe in die Bude. Das war alles so steril. Sieht doch jetzt toll aus. Ja, Dumme. Hallo. Das hier. Tulipen. Mein Buch, die Wände. Die teure Blumen. Die... Ja, so viel zum Thema Dumme geht arbeiten. Die Orchideen, das kann ich nicht hier. Die macht raus. Aber ich bin doch noch gar nicht fertig. Raus. Du musst mein Haus nicht mehr verunstalten. Raus. Und was mit meinem Geld? Du kriegst keine rote Keile. Raus. Ich will dich gar nicht mehr sehen. Ich hab doch die ganze Zeit für euch gebohrt. Weg. Weg. Weg mit dir. Oh, die ist ja ganz schön laut. Die übertreibt ihre Rolle. Aber ich bin mal gespannt, ob sie in Real Life eine richtig nette Frau war oder ob die auch in Real Life so pünktlich ist. Die wirken beide sehr unfreundlich. Aber okay, bald. Das Schlimmste ist, dass die große Katastrophe, dass sie für das Haus noch Geld haben wollte. Ist die Frau denn wahnsinnig? Oh, Schatz. Setz dich mal. Was ist das denn? Schatz, das ist Honig. Ach, dieses... Das ist doch unverschämt. Nee, Domme, du bist unverschämt, Domme. Du hast den einfach komplett das Haus ruiniert. Dann nehme ich die halt mit. Die Vase mit. Das geht noch. Wenn die mich schon nicht bezahlen wollen. Nee, ich habe mein Bestes gegeben und will auch dafür bezahlt werden. Und wenn die mir nichts geben wollen, dann nehme ich mir halt das, was mir zusteht. Ein Satz mit X. Das war wohl nichts, Freunde. Mariannes Einlauf hätte ich auch noch gerne gesehen, ja. Aber das war ja ein totaler Reinfall, meine Damen und Herren. Das war's auf jeden Fall mit dieser Domme-Folge. Domme macht sauber. Hier kannst du auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Hier kannst du auch meinen Insta abonnieren. Hier siehst du zwei andere coole Videos. Check die gerne ab. Und wir sehen uns dann morgen in aller Frische beim neuen Video. Haut rein. Bis dann.